Helikopter und einem Kran hoch über unseren vollen Straßen, auf die er jederzeit in einem flammenden Feuerball der Vernichtung hätte stürzen können. Denken Sie noch immer, der Spinner beschützt Menschen wie Sie, Anrufer? Also aufgehalten hat er sie. Und er hat verhindert, dass der Heli auf jemanden fällt. Also hat er wohl das Richtige getan. Das Richtige? Das Richtige wäre, die Profis zu rufen. Mein Sohn dient stolz in der Air Force. Er hat tausende Flugstunden absolviert und trainiert seit Jahren, um unser Land zu beschützen. Aber er ist nicht gut genug. Natürlich ist er das. Aber er war nicht hier. Spider-Man schon. Nur weil er es auch wollte. Er würde nie das Rampenlicht mit jemandem teilen. Jetzt reicht's, ich habe keine Lust mehr, das Offensichtliche zu erklären. Ab zur Werbung. Zwei Aspirin und was gegen Sodbrennen. Sofort! Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Unsere Stadt kann sich also... Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ein Angriff, Sir. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie, meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden ihre Firma, ihre Stadt und alles, was ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln. Aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Runter!
Miles! Miles, bist du okay? Miles! Peter! Komm schon, Peter! Miles! Miles! Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Ich höre, Peter! Hab meine Hand, wenn du mich hörst! Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mom. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Hey, hör zu, ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Miles, nein. Miles, nein! Dad ist da drin. Ich werde ihn finden. Miles! Ich weiß es. Er stand genau hier. Was zum Teufel? Je me rends dit. Je bien, ça y est, Janine. Stand genau hier. Ich muss ihm helfen.
shooting it up. Don't worry. Ich hab dich, Dad. Stopp! Nein! Genug! Wir müssen weg. Jetzt! Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus als... ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Es tut mir leid, Jeff. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung rausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann! Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Hey, ich bin's. Hey, und? Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur zu Lee? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich habe nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann.